Oh, von mir aus kann es weitergehen. Ich setze mir bloß noch kurz die Kopfhörer auf. So, falscher Screen, oder? Ja, stimmt, so hier. Falscher Screen. So, die junge Dame steht hier und wartet schon ganz sehnsüchtig auf Larry Lepper, den IT-Techniker. Sie rockt wirklich. Ich bin mal gespannt, also ob das jetzt mal wirklich ein Date wird oder ob die uns auch nur ausnutzen möchte. Bang that head, baby. I'm your Turbo Leffer. Machst du Musik? I'm your Turbo Leffer, keine Ahnung. I'm your Turbo Leffer. Was? Wenn das ein Anmachspruch werden sollte, war der ziemlich außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Hey, danke. Das meinte ich jetzt nicht als... Ach, egal. Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Stets zu Diensten. Lemmer. Lemmertalika. Stets am Rocken. Metallica. Lemmertalika. Metallica. Okay. Guter Name. Gehst du mit mir aus? Gehst du mit mir aus? Du verlierst keine Zeit, was? Mir gefällt das. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Ach, die ist selber auch Musikerin. Ich dachte, die hört bloß gerne so eine Musik. Die macht sie auch, ja? Du verlierst keine Zeit. Yep. Ich brauche aber Groupies, die was aushalten. Deswegen matchst du mich also bei Timber. Nein, ich matche alle Leute, damit sie zu meinem Konzert kommen. Ach so. Das ist auch eine Taktik, ja, wie man den Saal voll kriegt. Aufgeheizte Frauen abkühlt. Ich bin kein Typ für eine schnelle Nummer. Willst du mich heiraten? Was? Übertreib's mal nicht gleich. Wenn ich von etwas Ahnung habe, dann davon, wie man aufgeheizte Frauen abkühlt. Ist aber nicht gut, oder? In meinem Kopf klang das besser. Aber erstmal muss mein Gig überhaupt stattfinden. Es sind noch Plakate aufzuhängen und mein Drummer ist verschwunden. Ist nicht zum Soundcheck gekommen. Wollte in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand noch was trinken. Wenn mir der Name nur einfallen würde. Lefties? Das mit den Plakaten kann ich gerne übernehmen. Oh, vielen Dank. Das würde mir sehr weiterhelfen. Hier, bitte. Es werden einfach keine Dates. Es werden Quests. Das ist doch schade, hä? Na gut, dafür gibt's dann wahrscheinlich eine gute Bewertung, weil er den Leuten halt geholfen hat. Was haben wir denn jetzt hier? Plakate, aber ganz schön viele, du. Aufhängen. Und eins weniger. Wie sieht das denn überhaupt aus? Ist das eine Katze? Cocktopussy. Lemmers Band. Cocktopussy, oh mein Gott. Was für ein Name. Cocktopussy. Und eins weniger. Oh, ich glaube, wir müssen dann echt mit allen Leuten auf Timber matchen. Obwohl mir das eigentlich nicht gefällt. Aber naja, große Wahl haben wir nicht, wa? Ist halt ein Game. Oh, die hält Mist, ja mal nicht. Die Wand ist zu feucht. Was soll man denn hier machen, damit es trocken ist? Glutenfreies Brot. Das saugt alles auf. Das hilft mir nicht. Ne? Willkommen zurück. Können wir denn die Feuchtigkeit aufsaugen? Weiß ich noch nicht. Wir kommen später nochmal wieder. Und Poster. Und eins weniger. Cocktopussy. So ein Name, ey. So, hier kommt noch eins hin. Das kann ich da hinhängen. Hier sind ja immer viele Leute. Also, zumindest Lefty und... Erin.
Und eins weniger. Oh, oh. What the fuck? Was zur Hölle ist das? Hat Lefty da jemanden eingemauert? Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ja, aus dem ersten Teil, da gab's doch so einen mit so einem Hut. Netter Hut. So einen hatte ich auch mal. Den fasse ich nicht an. So wie der aussieht, hat der womöglich noch antike Geschlechtskrankheiten. Ist das vielleicht sogar ein Larry? Einer der vielen Larrys, die gestorben sind? Netter Hut. So einen hatte ich auch mal. Oder glänzt doch was. Goldzahn. Den wird er nicht vermissen. Jetzt haben wir einen Goldzahn. Pures Gold. Können wir das eventuell in den Automaten stecken? Hat halt nicht die Form einer Münze, aber es ist Gold. Das ist gut so, wie es ist. Schade. Wie kriegen wir das in Münzenform? Oder wir schmelzen das? Das hilft mir nicht. Und vergolden dann die Dollarmünze. Irgendwie sowas vielleicht. Na gut. Dann wieder zurück. Leisure Suite. Alter, wie das aussieht. Und Gym. Alter, voll der Macker. Guck mal, wie krass der aussieht. Der hat voll die Schultern, ey. Ich bin immer erleichtert, wenn ich Leute sehe, die sogar weniger Muskeln haben als ich. Hey! Ja, hey. Was ist dein Geheimnis für deinen stählernen Körper? Was ist das Geheimnis für deinen stählernen Körper? Ist dir nicht entgangen, was? Natürlich muss man hart trainieren. Ich stelle mir jeden Tag das Eisen. Aber ich habe noch ein Geheimrezept. Alter. Oh, und dann noch so ein Sprachfehler. Oh Gott. Du rasierst dich nicht? Nein, ich trinke nur noch Proteinfakes. Fakes? Proteinfakes. Und es wirkt ja super. Also, bleib dran. Du fasst das auch. Alter, ist das hart. Das beste Mittel gegen Sportverletzungen ist die Vermeidung von Sport. Ey, ist das hier eine eiserne Jungfrau? Boah. Spindy? Alles mitnehmen, was nicht festgenagelt ist, ne? Ja, stimmt denn mit dem Hund nicht? Ach, das ist ein Spielzeug. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn aus deiner Zunge raus? Aber das ist ein Kauspielzeug. Oh, wie putzig. Damit könnte man bestimmt den Boden aufwischen. Was? Na, kleiner Hundi, was hast du denn da für ein schönes Spielzeug? Jetzt ist er traurig. Das macht ihn fast noch niedlicher. Fast. Gemeinheit, aber den... Das Kauspielzeug können wir bestimmt dem räudigen Hund geben, damit er uns den Kaugummi wiedergibt. Ja? Ein paar Flyer mit Ernährungs- und Trainingstipps. Die kleben wir gleich mal zu. Und eins weniger. Was gibt's hier noch? Steven! Ich bin immer erleichtert, wenn ich Leute sehe, die sogar weniger Muskeln haben als ich. Der Typ heißt Steven. Hey! Kann ich in das Fitnessstudio gehen? Klar, ist aber nur für Mitglieder. Aber wie werde ich ein Mitglied? Bleib stark. Immer! Wir brauchen also eine Mitgliedskarte von irgendjemandem. Dieses Gym ist ausschließlich für Mitglieder. Okay. Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. Immer. Ich bin immer fit im Schritt. Ist ja logisch. Oh. Der ist ja der Dick Rider. Hey, Moment mal. Das Gesicht kenne ich doch. War ich betrunken? Dann zählt's nicht. War ich betrunken? Dann zähl's nicht. Du hast in deinem Profil vergessen zu erwähnen, wie schlagfertig du bist. Profil? Du meinst, wir sind bei diesem Timber befreundet? Genau.
Aber von mir aus können wir mehr sein als nur Freunde. Oh oh. Wingman. Wingman? Das natürlich gerne auch. Aber mit Benefits. Ich war noch nie auf einer Benefits-Veranstaltung. Kann man da weiß tragen? Steht der echt auf Larry? Dein Outfit ist absolut zeitlos, Hübscher. Meine Sensoren sind besser als die Augen dieses Kerls. Dein Profilbild andererseits, es wird dir gar nicht gerecht. Der kann froh sein, dass er nicht weiß, wie es unter der Gürtellinie aussieht. Pass auf, ich mache dir ein tolles Angebot. Also keine der Frauen will irgendwas mit dem zu tun haben, ja? Aber der erste Kerl will ihn gleich direkt vernaschen. Was ist hier los? Was ist hier los? Willst du mich mit einer Mutter verkuppeln? Verlockender Gedanke, aber nein. Wie wäre es, wenn ich für dich ein ordentliches Fotoshooting organisiere? Wozu soll das gut sein? Profile mit professionellen Fotos erzielen 86,8% mehr Matches auf Timber. Okay, soll ich mich gleich ausziehen? Vielleicht nicht sofort. Zuerst müssen wir einen romantischen Ort für die Aufnahme finden. Keine Sorge, Romantik liegt mir im Blut. Daran besteht kein Zweifel. Sag mir Bescheid, wenn du eine Idee hast, wo wir uns ablichten. So, so. Ein romantisches Bild für Timber. Come inside. Come inside. Alter, was ist hier los, ey? Ja. Mhm. Oh, da ist die alte Oma. Die Bea. Die Dame sieht so alt aus, dass ihre ersten Dildos vermutlich noch aus Stein geschnitzt waren. Also ich glaube, wir müssen jetzt wirklich etwas machen, was ich eigentlich nicht wollte. Wir müssen wahrscheinlich alle Leute bei Timber einmal matchen. Na? Und jetzt nochmal rein und raus. That's what she said. Und dann werden wir mit den allen gematcht und kriegen von allen Quests. Und bla bla bla. Wir müssen ja die Quests machen, sonst geht's ja nicht weiter. Ist ja so. Doch nicht? Das kommt's noch, keine Ahnung. Hornikorn. Alter, ist das da vorne ein Eingang zum... Oh Gott, oh nein, oh Gott. Das letzte Einhorni. Eine Einhornmaske. Meine Kindheit. Horny. Meine Kindheit ist ruiniert. Oh Gott. Nein! Nein! Ich glaube, darunter bekommt man schlecht Luft. Kennt ihr noch das letzte Einhorn? So ein schöner Film, beziehungsweise Trickfilm war es ja. Oh nein, warum, Leute? Die Dame sieht so alt aus, dass ihre ersten Dildos vermutlich noch aus Stein geschnitzt waren. Was gibt's? Warum hat die Puppe eigentlich drei Brüste? Beeindruckende Auswahl, Gnädigste. Ich gehe davon aus, dass du alles auf Herz und Nieren getestet hast. Hm? Ich habe mich jedenfalls intensiver damit befasst als so ein Jungspund wie du. Hast du vielleicht eine Empfehlung für mich, was den Damen besonders gut gefällt? Normalerweise würde ich dir Sex Panther empfehlen. Aber nach dem Vorfall mit diesem Nachrichtensprecher ist das verboten. What? Für den Anfang empfehle ich dir eine Dusche, junger Mann. Eine lange Dusche. Du siehst aus, als wärst du seit den 80ern nicht mehr mit Wasser in Kontakt gekommen. Das ist korrekt. Gibt es hier auch Stammkundschaft? Natürlich. Mach dir aber keine Hoffnung. Ich habe keine Bonuskarte für Dildos. Wäre aber eine gute Idee. Bonuskarte für Dildos, Alter. Erin schickt mich, um ein Paket abzuholen. Ah, Erin, eine meiner besten Kundinnen. Hast du einen Abholschein, Jungchen? Nein, aber sie braucht es unbedingt. Ohne Schein kein Paket. Sonst könnte ja jeder kommen. Doch komm schon. Ich vermute, der Schlüssel für die Dose, wo der Schein drin ist, liegt in dem Busch links von Lefties. Den Busch können wir aber nicht trimmen, weil die Erin uns die Gartenschere nicht mitgibt. Das ist ja irgendwie... Weiß ich nicht. Wie sagt man?
Es widerspricht sich selbst. Ich brauche das eine, um das andere zu bekommen. Glaube ich. Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Hey, wer hat dir erlaubt, die zu messen? Vor allem Blutzucker. Wie hast du deinen Blutzucker gemessen? Dazu muss man doch Blut haben. Also, pieksen und Blut analysieren. Hey, Larry. Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Soll das heißen, du kennst mich nicht? Nein. Das kann nur bedeuten, dass du keine Modemagazine für Männer liest. Was du, wenn ich das sagen darf, vielleicht anfangen solltest. Gestatten? Richard Ryder. Männliches Model. Du kannst mich Dick nennen. Dick Ryder. Heißt das, du bist richtig berühmt? Ach was. Naja, ein klein wenig vielleicht. Ich könnte mir auch vorstellen, nebenher als Model zu arbeiten. Oh, warum nicht? Aus jedem Entchen lässt sich ein Schwan machen. Ich bin mal als Kind von einem Schwan gebissen worden. Heißt das, du bist richtig reich? Sagen wir so. Ich kann mir in der Innenstadt inzwischen ein zweites Zimmer leisten. Bei den Mietpreisen, die dank Prune in New Lost Wages inzwischen herrschen, gilt das wohl schon als reich. Ein zweites Zimmer? Nicht eine zweite Wohnung? Hat der bloß eine Einzimmerwohnung oder wie läuft das hier? Oder reden die ja so von einem Loft? Was ja auch ist. Kann ja teilweise riesig sein und ist quasi nur ein großes Zimmer. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich weiß. Ich habe eine Idee, wo wir das Foto schießen können. Na dann schieß mal los. Lefty's Bar, die ist sehr, sehr romantisch. Prune Store sieht es aus wie in der Zukunft. Die Innenstadt. Ich weiß es nicht. Wie wär's mit Lefty's Bar? Der Laden erinnert zu sehr an den Intimbereich von Kim Kardashian. Voller schmieriger Versager und Ansteckungsmöglichkeiten. Boah, musste das jetzt sein? Oh, so ein schöner Kardashian-Seitenhieb. Das gefällt mir. Im Prune Store sieht es aus wie in der Zukunft. Bei den hellen LED-Lampen dort sieht man jede Pore. Das will nicht mal ein Supermodel. Innenstadt macht eigentlich auch keinen Sinn. Die Innenstadt von New Lost Wages könnte meine urbane Seite zum Vorschein bringen. Wenn du damit meinst, dass du wie ein Obdachloser aussehen willst, wärst du dort richtig. Also, nein. Dann wissen wir also noch nicht, wo. Ich schaue mich weiter um. Wir sehen uns später. Wir müssen noch mehr Orte freischalten. Durch die Timber Date. Was ist los? Hey, du kannst das Einhorn nicht einfach so mitnehmen, Jungchen. Erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Ach so, okay. Das ist halt natürlich blöd. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber ich wollte es mitnehmen. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Hund, wir machen beim Hund weiter. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Wir geben ihm das Spielzeug. Bäh, der Knochen ist durch den Kaugummi unglaublich klebrig. Klebriger Knochen. Der Knochen ist extrem klebrig. Ich glaube, kleinere Gegenstände könnten daran haften bleiben. Kleinere Gegenstände könnten daran haften bleiben. Das lässt sich nicht kombinieren. Ich dachte eigentlich, dass wir den Kaugummi benutzen würden, um das Leck im Rohr zu dichten. Aber irgendwie... Damit bin ich vorerst fertig. Irgendwie klingt das gerade anders, als müsste man hier Sachen dran kleben. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. So viele Items und ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll.
Warum können wir die Heckenschere nicht mitnehmen? Ärgerlich. Wie kriegen wir die Wand hier trocken? Besser nicht. Sieht wie ein normales Brot aus. Vielleicht ist das Gluten einfach unsichtbar. Puh, die Tücher triefen von Alkohol. Alkohol? Das lässt sich nicht kombinieren. Alkohol? Eher nicht. Was wollen wir denn mit Alkohol? Desinfizieren halt, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir die Desinfiziertücher, Desinfektionstücher auch tatsächlich zum Desinfizieren benutzen werden. Wir brauchen irgendeine andere, wir müssen es irgendwo anders verwenden. Wäre ja zu logisch, ne? Wenn man ein Objekt für seinen normalen Zweck einsetzen könnte. Wir brauchen diese... Oh, was ist denn das? Thermobecher. Ein Trinkbecher. Wir brauchen... Der ist noch gut. Diese Kamera, diese Retro-Kamera für die Hippies. Oder Hipsters. Aber die kostet übelst viel. Einfach so können wir uns keine nehmen. Hey, nur anschauen, nicht anfassen. Oh, Flashback. Hält Getränke warm oder kalt? Alkohol? Das hilft mir nicht. Was für ein Getränk? Das hilft mir nicht. Kann ich noch mal mit denen quatschen? Was gibt's? Wollt ihr wirklich euer ganzes Leben in so einem seltsamen Laden arbeiten? Ich nicht. Was? Ich möchte Trainer von Wrestling-Alpakas werden. Dass du einen Knall hast, war mir klar. Aber dass es so schlimm ist, Wrestling-Alpakas, als gäbe es sowas. Wrestling-Alpakas klingt echt sehr interessant. Ich bräuchte eine von diesen Sofortbildkameras. Du meinst unsere Prune Polaroid Vintage Collectors Edition? Sorry, Kumpel, aber die wird dein Budget echt übersteigen. Nachdem du aber bewiesen hast, dass du in der Lage bist, auch delikate Sachen zu besorgen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich habe echt keine Lust, noch mehr gebrauchte Frauenwäsche zu beschaffen. Wieso? Nein, das meine ich nicht. Wir suchen schon ewig eine ganz seltene Actionfigur. Ah. Chuck Van Fordenegger. Achso, das ist ein Schwarzenegger-Witz mit Harrison Ford drin, ne? Jen Sylvester Willis, also, Jan Sylvester Willis, also Sylvester Stallone und Bruce Willis. Larry Leffer. Der Einzige. Der Wahre. Der Legendäre. 69er. Larry Leffer. Larry Leffer? Wir suchen die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Aber nur die Version mit dem abnehmbaren Goldbikini. Abnehmbarer Bikini. Ich halte die Augen offen. Oh, die wollen also den Bikini von einer Plastikfigur abnehmen. Kapitulation, dann seht ihr Papa. Paar Plastikbrüste. Ach nein. Wo könnten wir denn so eine Figur finden? Oh Gott. Wo könnten wir denn so eine Figur finden? Kann ich dir helfen, Larry? Also... Genau, wo steht denn eigentlich die Box? Hast du eine Ahnung, wo hier das Internet steht? Macht dieser schrottige Router wieder Ärger? Ja, Aaron meinte, ihre Verbindung wäre zu schwach. Hat was mit ihren Kameras zu tun.
Komisch, ich habe gar keine Kassetten gesehen. Vielleicht war es doch keine gute Idee, auf dieses abgefahrene Teil umzusteigen, nur weil es so schön altmodisch aussieht. Moment, sprichst du jetzt von mir oder meinst du? Der Elchkopf hat Internetempfang? Die Jukebox ist ein Router? Die Glotze kann Internet? Die Jukebox ist ein Router? Ja, das wurde mir als modernste Hybridtechnologie verkauft, macht aber nur Ärger, das Teil. Und die Musikauswahl ist auch scheiße. Ein wirklich minderwertiges Produkt. Nicht zu vergleichen mit moderner Technologie wie mir. Oh, Angeberin. Sekunde. Ich muss kurz 71 kritische Updates installieren. Bin gleich wieder da. Aha. Moderne Technologie. Am Arsch. Wurde hier ein Schlüssel abgegeben? Wurde hier ein Schlüssel abgegeben? Hier vergessen die Leute ständig irgendwas. Vor allem ihre Manieren. Aber wenn die jungen Dinger rumstolzieren, glotzen die doch eh nur auf ihre Handys. Da haben die keinen Blick mehr dafür, was auf der Straße rumliegt. Wobei man sich manche Straßen in New Lost Wages gar nicht genauer anschauen will. Ein Drummer unter den Gästen. Nee, ich glaube, der Drummer ist irgendwo am Strand. War heute Abend ein Drummer unter deinen Gästen? Es war nicht gerade Hochbetrieb heute Abend, aber an einen Drummer erinnere ich mich nicht. Also, es war zumindest niemand mit einem Drumkit da. Kannst du ihn vielleicht etwas genauer beschreiben? Ja, der läuft ja nicht mit seinem Drumkit rum. Im Moment nicht. Ich frag nochmal nach. Ja, vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn du ihn besser beschreiben kannst. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale, Beschreibung seines Charakters, besondere Angewohnheiten. Alter. Ja, ich hab schon verstanden. Gut, Bis später, Lefty. Dann gucken wir uns nochmal die Jukebox an. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einem das Glasauge. Wie können wir denn bitte diesen Stecker hier fixen? Ein Gummi drumherum? Besser nicht. Eigentlich nichts Isolierendes da, ne? Flatter vielleicht? Das ist gut, so wie es ist. Ja, keine Ahnung. Wenn wir das Ding anfassen, sind wir tot. Stromschlag. Das würde es nicht zu einem würdigen Angelersatz machen. Angelersatz? Das soll zu einer Angel werden? Daraus könnte man eine klebrige Angel bauen. Aber der Schnürsenkel ist zu kurz. Der Schnürsenkel ist zu kurz? What the fuck? Wir brauchen noch einen zweiten Schnürsenkel. Draußen im Schuh war noch ein zweiter, aber den wollte er ja nicht mitnehmen. Oder? Das hier, was zur Seite wegliegt? Nee. Ach, Posterwand. Und eins weniger. Dann gehen wir mal nachgucken, beziehungsweise nachfragen, wie dieser Drummer denn überhaupt aussieht. Was gibt's? Wo sollen die Plakate aufgehängt werden? Überall in der Stadt. Suche am besten nach Stellen, wo sowieso schon Plakate hängen. Kleb meine einfach dazu oder drüber. Stört das niemanden? Mich nicht. Sag mir Bescheid, wenn du alle verteilt hast. Ja, sie nicht. Dein Drummer ist verschwunden? Ja, ohne ihn kann der Gig nicht stattfinden, leider. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wollte er in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand was trinken. Aber ich kann mich nicht an den Namen der Bar erinnern. Das ist ein Fall für Detektiv Larry. Ich werde nicht ruhen, bis ich diesen Fall gelöst habe, Baby. Aber wie sieht er denn überhaupt aus? Wie heißt denn dein trommelnder Kumpel? Styx Laboom. Ein interessanter Hinweis. Styx Laboom. Mr. Bombastic.
Foto? Hast du vielleicht ein Foto von deinem Drummer? Keine Chance. Der hasst es, fotografiert zu werden. Und er ist nicht mal bei Timber. Oh, okay. Aber am besten fragst du die Jungs hier im Salon de Lézard nach ihm. Mit denen hat er auch gesprochen. Ein interessanter Hinweis. Ich sollte mich umhören, ob noch jemand etwas über diesen Styx weiß. Bis nachher. Dann fragen wir die beiden eben nochmal. Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Für eine Bar ist das hier ziemlich ordentlich. Oh, wir sind hier schon richtig Subkultur, finde ich. Unter der Wandfarbe sind total harte Graffiti. Ja, Styx, erzählt mal was. Ich habe gehört, ihr hättet mit einem Drummer namens Styx geredet. Ja, grässlicher Typ. Was ist mit dem? Wisst ihr, wo ich den finden kann? Keine Ahnung. Wir haben ihn rausgeworfen, weil er angefangen hat, hier drin zu rauchen. Wir können froh sein, wenn unsere Kunden uns nicht auf Schmerzensgeld verklagen. Ein interessanter Hinweis. Wie kann er es wagen zu rauchen? Vor allem der Typ, der ist konstant so mit der, in so einer Raucherpose, als würde er gerade... Konstant. aber dann einen echten Raucher rausschmeißen. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du wissen? Was hatte er für Kleider an? Eine von diesen altmodischen Kutten. Nur nicht in weiß wie du. Ein interessanter Hinweis. Altmodische Kutten? Ein Anzug halt, oder was? Wisst ihr sonst noch was über Styx? Er hatte Riesenkrach mit dieser Lämmer. Der Typ scheint ernsthafte Probleme zu haben. Ein interessanter Hinweis. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du wissen? Welche Haarfarbe hatte er? Schwer zu sagen mit seinem roten Kopftuch. Zumindest sein Bart war grau. Oh ja, der sah ganz zerzaust aus. Und er wollte nicht mal unser gutes Bartöl kaufen. Ein interessanter Hinweis. Zerzauster Bart? Ein etwas älterer Herr? Graues Haar? Okay. Lasst uns über was anderes reden. Wir sehen uns später. Wir können ja mal nachgucken. Oder nachfragen, ob hier drüben denn jemand gesehen hat. Hey! Nein. Bleib stark. Immer! Was ist das hier eigentlich? War doch gerade noch was. Bowlingkugel. Die Kugel hat eine interessante Musterung. Hey, das ist meine Bowlingkugel. Schade. Sieht ein bisschen aus wie eine Wassermelone. Also falls wir später noch irgendwie eine Melone für irgendwas brauchen sollten. Bleiben viel fit im Schritt und sonst auch. Können wir wahrscheinlich das hier nehmen. Was gibt's? Nee. Ich komme später. Ich sehe seine Herzfrequenz und... Dann schätze ich mal. Hey, Larry. Gehen wir gleich zur Bar zurück. Wir sehen uns spät. Ja. Also, unter Uber. Kann ich dir helfen, Larry? Also. War heute Abend ein Drummer unter deinen Gästen? Hm. Es war nicht gerade Hochbetrieb heute Abend, aber an einen Drummer erinnere ich mich nicht. Also, es war zumindest niemand mit einem Drumkit da. Kannst du ihn vielleicht etwas genauer beschreiben? Sein Name ist Styx Laboom. Sein Name ist Styx Laboom. Als ob ich mir in meinem Alter irgendwelche Namen merken könnte. Weißt du noch mehr über ihn? Grauer Bart, zerzaust, kein Sinn für Bartöl. Grauer Bart, zerzaust, kein Sinn für Bartöl. Bei diesen ganzen bärtigen Hipstern komme ich total durcheinander. Weißt du noch mehr über ihn? Warum lese ich eigentlich vor, wenn er es dann sowieso nochmal vorliest? Er trägt so eine altmodische Rockerkutte. Das ist nicht gerade eine außergewöhnliche Beschreibung für einen Drummer. Weißt du noch mehr über ihn? Er ist wohl starker Raucher. Er raucht also. Wenn du mir sagst, welche Marke er bevorzugt, fällt es mir vielleicht ein. Oder auch nicht. Weißt du noch mehr über ihn? Ernsthaft? Ernsthaft? Im Moment nicht.
Ich frag nochmal nach. Ja, vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn du ihn besser beschreiben kannst. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale, Beschreibung seines Charakters, besondere Angewohnheiten. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Wen interessiert es, welche Marke der raucht, oder? Bis später, Lefty. Ah ja, mal ganz ehrlich. Wem juckt denn das? Was gibt's? Ich hab gehört, dass du Streit mit ihm hattest? Styx ist ein verdammter Sturkopf. Er meint, dass wir unsere Seele verkaufen, wenn wir hier im Salon de Lézard auftreten. Er will einfach nicht einsehen, dass das unsere große Chance ist. Stattdessen hängt er in den zwielichtigsten Ecken der Stadt ab. Er hat auf jeden Fall einige Probleme. Besonders mit Alkohol und Glücksspiel. Naja, niemand ist perfekt. Ein interessanter Hinweis. Alkohol und Glücksspiel. Und er steht nicht auf diesen Scheiß. Hipsterladen, okay. Aber was sagt uns das über die Marke, die er raucht? Nichts. Bis nachher. Nichts. Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Ich habe gehört. Ja. Wisst ihr sonst noch was über Styx? Er hatte Riesenkrach mit dieser Lämmer. Der Typ scheint ernsthafte Probleme zu haben. Ein interessanter Hinweis. Lasst uns über was anderes reden. Wir sehen uns später. Und mal hier, rauchen. Die Jungs im Salon de Lézard sagten, der Drummer hätte geraucht. Ob vielleicht... Ja, eine Schachtel Camel Toe. Von der Marke habe ich noch nie gehört. Ein interessanter Hinweis. Camel Toe. Sage ich jetzt nichts dazu, ne? Einfach mal wieder absolut dämlich.